Hallo Leute, heute mal was ganz anderes. Heute bin ich an so einem Sicherheitstrainingsgelände hier für eine Firma als Busfahrer zwar unterwegs, aber ich durfte daran teilnehmen und auch so ein bisschen hier aufnehmen. So im Hintergrund habt ihr gesehen hier schon die LKWs. Es handelt sich hier um Thema Ladesicherung. Eine Firma, Becker heißt die Firma hier in Böhnen. Und die Mitarbeiter, die werden hier geschult, wie man die Ladung sichert. Und es werden ein paar Vorführungen gemacht, die gucken wir uns gemeinsam mal an. So Leute, bis später. So Leute, hier wird jetzt mal was simuliert und zwar ein Behälter mit Wasser drin mit 30 km/h Bremsen. Und wie ihr gemerkt habt, der rutscht einfach durch. So, jetzt das gleiche nochmal mit Anti-Rutschmatten darunter. Ja, bewegt sich immer noch. So Leute, jetzt können wir hier sehen, dass hier so ein Gurt dran gespannt wurde. Das nennt sich so eine leichte Sicherung. Und bin mal gespannt, ob er sich jetzt immer noch bewegt oder nur wenig bewegt. So Leute, Tempo ist wie immer 30. Beim Bremsen, da bin ich mal gespannt. Und bewegt sich kein Millimeter. So ist es richtig. So, hier sehen wir noch mal so eine Sicherung hier, wenn so Boxen drin sind und hinten Bierkästen und so. So, und hier noch mal alles ausführlich erklärt. Machen Sie als ungeübter Radfahrer mal eine längere Radtour. Was Sie dann spüren, ist die Wirkung von Kraft. In diesem Fall der Gravitationskraft, der sogenannten Erdbeschleunigung, die Ihr Gewicht auf den Sattel drückt. Und schon ist die erste Kraft erklärt, die Gewichtskraft. Es ist die Kraft, mit der ein Körper von der Erde senkrecht nach unten gezogen wird. Im realen Fahrbetrieb bezeichnen wir die Massenkräfte als Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Fliehkräfte. In der Richtlinienreihe VDI 2700 hat man maximal auftretende Massenkräfte durch den normalen Fahrbetrieb festgelegt. So zum Beispiel für eine Vollbremsung. Hier werden Verzögerungswerte von bis zu 8 Metern pro Sekunde im Quadrat erreicht. Aus diesem Grund sind Massenkräfte von 0,8 der Gewichtskraft zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass eine Ladung mit einer Gewichtskraft von 1000 Dekanewton mit 800 Dekanewton nach vorne wirkt und entsprechend abgesichert werden muss. Welche Arten der Ladungssicherung gibt es nun, um die physikalisch erforderliche Sicherungskraft zu erzeugen? Die erste Kraft, die benötigt wird, ist die Reinigungskraft. Erst wenn alles sauber und trocken ist, kann beladen werden. Hierbei werden drei Arten der Ladungssicherung unterschieden. Die formschlüssige Ladungssicherung, die kraftschlüssige Ladungssicherung und die Kombination von beiden. In diesem Modul wollen wir über Einzel- und Gesamtgewichte einer LKW-Ladung sprechen, beziehungsweise über die Verteilung von Lasten auf der Ladefläche. Um das zu verstehen, wollen wir uns einer Wippe bedienen. Warum? Weil sich der LKW im Prinzip wie eine Wippe verhält. Das ändert sich auch nicht bei zwei Achsen. Selbst dann nicht, wenn diese weit auseinanderstehen und damit der Konstruktion eines LKW entsprechen. Eine Grundvoraussetzung der Ladungssicherung ist die Eignung des Fahrzeugaufbaus. So wie hier beim Schüttgut. In diesem Fall bringt das Fahrzeug die Ladungssicherung durch seine Konstruktion gleich mit. Der Formschluss bildet sich direkt mit dem Verfüllen. Genauso hier. Die Paletten bilden eine vollständig formschlüssig verstaute Ladung. Zurrmittel sind ein unverzichtbares Hilfsmittel der Ladungssicherung. Neben Ketten und vereinzelt auch Drahtseilen kommen vor allem Zurrgürte zum Einsatz.
Sie bestehen aus einem gewebten Gurtband aus Chemiefaser mit einer Ratsche. Es gibt zwei Arten von Zurgurten. Die einteilige Variante, bestehend aus einem Gurtband und einer Ratsche. Einsatz: Bündeln oder Umreifen von Ladungsteilen. Die zweiteilige Variante besteht aus einem Festende mit Ratsche und Haken und aus einem Losende nur mit Haken als Verbindungselement. Einsatz: Niederzurren und Direktzurren im geraden Zug. So, jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, hier in den LKW zu gucken. Was besonders hier an dem LKW ist, ist hier so für den toten Winkel. Aber ich zeige euch das gleich von drin nochmal. So, hier habe ich nochmal einen Film gefunden über eine Vorstellung, Präsentation von dem DAF in professioneller Qualität natürlich. So Leute, ich habe mal das Vergnügen, hier in diesem LKW mal zu gucken, was der so alles hat. Guckt euch das mal an. Ist natürlich was ganz anderes als ein Bus. Der hat allen Schnickschnack, was man so haben kann. Ja, guckt euch das mal alles an. Der hat nur ganz wenig gelaufen. Ja, das ist ein DAF mit alles drum herum. Bremsassistent, Abstandsensoren. Alles Mögliche. Automatik braucht man sich fast um gar nichts mehr kümmern. Und ganz besonders wichtig ist das hier, was ich von draußen gezeigt habe. Da oben sitzt der. Ja, da kann man den toten Winkel super beobachten. So, hier stehen nochmal die LKWs und vielleicht könnt ihr hinten noch sehen, ist ja ein Fahrsicherheitstraining auch. Hier übt gerade die Notarzt oder was das da ist. Die üben da gerade auch so ein bisschen Driften und so hat alles. Aber da habe ich noch nicht um Erlaubnis gefragt, ob ich da filmen darf. Deswegen lassen wir das mal. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Mal interessant zu sehen, wie die Fliehkräfte wirken, wenn so ein LKW mal bremst und die Ladung
ist nicht gesichert. So, mal was ganz anderes. Guckt euch mal an, vielleicht interessiert euch das. Und ansonsten wieder mit Busvideos. Bis dann mal, euer Nummer 3.